Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 2, meine lieben Freunde. Ich habe richtig Bock, weiter aufzunehmen. Verlassen wir aber ganz kurz die Makrowelt und begeben uns hier nach hinten in diesen Hügel hinein. Denn dort können wir tatsächlich unser ganzes Geld nun ausgeben. Wir sehen hier vier Röhren mit den Schriften 30, 50, 200 oder 999. Das sind die Anzahl Münzen, die wir zahlen können. Und je nachdem, wie viele wir zahlen, desto höhere Chancen haben wir tatsächlich auf viele Leben. Ich gehe mal hier hin. So, ganz kurz. Und jetzt... Genau, sehr... Oh, war das knapp. Aber genau, ich habe den Dreh da zumindest einigermaßen raus. Man muss ganz kurz warten, so etwa zwischen 2 und 3 Sekunden. Und dann springen und dann haben wir volle Leben. Yeah. Aber gut, kehren wir nun in die Makrowelt zurück, da wo wir zuletzt waren. Und ich verstehe selbst nicht so ganz, was der Name bedeutet. Mario ist zwar ultra klein in dieser Makrozone, aber Makro ist nicht Mikro. Das bedeutet, dass Mario ultra klein gegenüber der Welt ist, macht wenig Sinn, wenn man sich das so genau überlegt. Also zumindest, wenn das der Gedanke dahinter war. Wie gesagt, Makrowelt ist unsere Welt. Das ist die große Teilchenebene. Ja, ich meine, was auch immer. Wir haben auch hier einen Secret Exit, wofür wir Feuerbälle benötigen. Weswegen ich, oder ja, Feuer Mario, deswegen ich hoffe, dass ich sie, oh, möglichst schnell bekomme. Das war fies, habt ihr gesehen, der Antoto, oder Antoto, hat relativ schnell seine Stacheln rausgeholt und mich damit ziemlich gemein getrollt. Achso, da kommen wir nur von einer Seite hin. Ja, dann begebe ich mich doch schnell wieder hier hinten, weil soweit ich weiß, ist hier tatsächlich eine Feuerblume. Und die muss ich dann tatsächlich aufbewahren. Man bekommt... Ah, okay, nur... Da wäre eine Feuerblume drin gewesen. Aber es wird nicht die letzte sein, die wir bekommen. Wir müssen nämlich für diesen Antotos aufpassen. Weil die einem... Oh, böse Mitspieler, abgerutscht! Abgerutscht! Ich weiß nicht genau, warum. Aber egal, dann haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, hier von vorne zu beginnen. Und versteht ihr, was ich so lustig finde bei diesen Antotos? Die neben eben, wie ihr hier gesehen habt, andere Formen, weil der eine ist jetzt einfach ein Bauarbeiter. Diejenigen, die doch die Stacheln haben, die sind böse. Das sind auch nicht klassische Antotos, sondern eher schon Chikuntos, nennt man die. Und die Stacheln sind natürlich böse, weil man es in Mario gewohnt ist, auf den Gegner drauf zu springen, um weiterzukommen oder um sie zu besiegen. Dieses Konzept wird dann natürlich durchaus über den Haufen geschmissen. Hier oben befindet sich, soweit ich weiß, Flug Mario. Ja, den hole ich mal im Moment, aber den möchten wir natürlich, also Hasi Mario, den möchten wir natürlich nicht allzu lange aufbewahren. So, alles klar. Ein Vorteil, das sind denn da? Da kommt einer mal einfach mit dem Blaster. Wow, das war gerade wieder ziemlich schlecht gesprungen. Oh Mann. Aber ja, da kommt einfach mal so ein Antoto mit dem Blaster. So der Hammer. Und hier wieder mit der Schaufel und gräbt irgendwoher so ein Erdloch, was er auf mich wirft. Ich lach mich dabei einfach weg. Das ist so lustig. So, hier müsste die Feuerblume sein. Nee. Hier ist Hasen-Mario? Hasi-Mario? Echt? Das ist nicht das, was ich möchte. Im Gegenteil. Aber gut, vielleicht habe ich auch hier hinten mehr Glück. Ich habe mich einfach mal treffen lassen, weil ich das eh nicht benötige. Nee? Nee? Das scheint mir außerordentlich schlecht. Ah, hier! Direkt davor. Ja, gut, dann... Nein. Seht ihr das? Wir kommen hier jetzt nicht mehr hin. Weil, ja. Weil das Spiel gemein ist. Ultra gemein. Genau hier ist nämlich richtig. Aber wenn wir diese Blume in Anspruch nehmen, dann kann es sein, dass wir aus Versehen diesen anderen Block betätigen und da kommen wir nicht hin. Das ist einfach nur fies. Ist aber jetzt nicht das Ende der Welt, weil nämlich... Also es wäre es doch so, das ist nicht das Ende der Welt. Aber ich hatte sowieso... Also ich muss das jetzt sowieso zweimal machen. Einmal mit Secret Exit und einmal ohne. Von daher
werde ich dann jetzt einfach die Gelegenheit tatsächlich nutzen, um hier nach oben mich zu begeben. Weil da unten befinden sich eh nur One-Ups. Also von daher, gehen wir doch einfach Richtung Secret Exit. Ja, ja, ihr dachtet, ich hätte es versaut. Ihr dachtet, ich hätte es versaut. Nee, da unten sind nur One-Ups. Keine Sorge, wir haben immer noch das Secret Exit erreicht. Und die One-Ups sind mir tatsächlich nicht so wichtig, weil ich habe 99. Also von daher, okay, geheime Makrozone und... Ja, jetzt brauchen wir Konzentration, denn das hier ist Scrolling und die setzen einen hier teilweise schon ganz schön unter Druck. Zumal, Mist. Vorteil ist aber, seht ihr das? Ich darf es nochmal machen. Das gefällt mir. Bei den anderen Secret Exits geht das ja nicht nochmal, aber hier kann ich es einfach nochmal probieren, was ich sehr cool finde. Weil es ja doch schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Und genau so einen Sprung schaffe ich auch so. Manchmal ist es eben ein bisschen schwierig, gerade die Position genau abzuschätzen. Also von daher... Genau. Ja, doch, abzuschätzen trifft es eigentlich ganz gut. Von daher, genau. Und jetzt muss ich gleich genau hier schnell runter, runter, runter und ziehen. Das muss man natürlich ein bisschen wissen, weil es ist sonst ziemlich schwierig, da sehr schnell zu... Nein! Sehr schnell zu reagieren. Hier bin ich wieder abgerutscht. Ärgerlich, aber ich bin optimistisch, dass das jetzt klappt. Ich habe übrigens, eine Sache, die ich übrigens auch sagen möchte. Ich finde, der Ton hier klingt auf dem Gameboy tatsächlich, nicht so schön. Also die Musik ist schön hier, das was ich mir hier auch anhöre, ja, nur eben auf dem Gameboy nicht, weil ich finde, dass der Gameboy da ein bisschen schwach ist, aber auf dem 3DS finde ich zum Beispiel schon wieder besser. Ich glaube natürlich auch daran, was die zu leisten vermögen. So, jetzt schaut einfach mal. Genau, das können wir jetzt nämlich auch rüberschieben lassen, wollte ich einfach mal zeigen, dass es auch eine zweite Möglichkeit gibt. Und hier kann man immer noch runter, aber das lasse ich natürlich. So, Feuerblume her, genau. Okidoki. Und jetzt natürlich hier. Und jetzt Feuerbelt, was das Zeug hält. Oh nein, 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 nein. Okay, da wäre nur abgewesen. Keine Sorge. Und geschafft. Cool. Also sehr schön, hätten wir das auch hinbekommen. Und jetzt könnten wir hier theoretisch direkt zum Endboss. Möchten wir aber natürlich nicht, sondern wir möchten wieder zurück in die Makrozone 1. Und ja, jetzt da wir Feuer haben, können wir ganz problemlos Antottos umbringen. Und noch schöner die Chikuntos können wir auch noch hinterher in die ewigen Jagdgründe schicken. Das ist doch wunderschön. Das sind die Momente, wo... Oder bei denen man wirklich froh ist, diese Feuerblume zu haben. Aber natürlich heißt das nicht, dass man übermütig werden darf. Das sollte man auch immer bedenken. So, ich muss jetzt noch den da unten finden, weil man den eben nicht immer perfekt sehen konnte. Das war jetzt aber ganz gut. So, hier natürlich aufpassen. Diese Steine sprengt man zwar nicht direkt mit der Feuerblume weg, im Vergleich zu den anderen Steinen, die wir gerade gesehen haben, in der Spezialwelt, aber trotzdem. Übrigens noch ein ganz kurzer Nachklapp zur Space Zone. So die Bewertung. Ich fand das nämlich war auch eine sehr, sehr gute kreative Welt, weil, ich meine, das ist eine Zeit lange, bevor Super Mario Galaxy Raum all war in Mario ein absolut unerforschtes Territorium. Und dafür hat man das hier wirklich hervorragend gemacht, indem man sich da eben tatsächlich sehr gute Gedanken gemacht hat, wie das so funktionieren könnte und Level mit Schwerelosigkeit entwickelt hat, mit diesen Sternen, die einem im Weg standen. Die heißen übrigens tatsächlich Sterne, was dementsprechend lustig ist, aber ja. So, das da weglassen. Oh, toll. Das war ja mal wieder großartig von mir. Nein! Nein! Du verdammte Plattform! Da war irgendwie die Abpassung zwischen Timing und Sprung etwas zweifelhaft, habe ich so das Gefühl. Aber gut,
Das gibt uns immerhin einen dritten Versuch, dorthin zu kommen. Ja, ihr hört richtig, einen dritten Versuch. Und also, wenn ich es das dritte Mal nicht schaffe, dann muss man mir echt irgendwas Trauriges auf eine Postkarte draufschreiben. Also von daher. So, den da zunächst erledigen. Treffen lassen, so. Und jetzt, genau, so kommen wir rüber. Aber wir müssen ja mit der Feuerblume das hier wegmachen. So, und wie gesagt, das lohnt sich für ein paar Ups fast nicht bei meinem Stand. Aber ich möchte euch ja auch, das soll ja nicht nur ein, ich meine, es soll nicht nur ein Durchspiel-Let's Play sein, sonst wären wir ja schnell durch. Sondern ich möchte natürlich auch ein bisschen was zeigen. Was in diesem Spiel so an Geheimnissen zu erkunden gibt. Und da finde ich, gehört sowas schon dazu, zumindest wenn ich darüber Bescheid weiß. Wenn ich natürlich nichts davon weiß, dann ja, kann man nichts machen. Aber solange ich davon Bescheid weiß. Ja, ich hab mich doch gedoppt. Aber zu spät. Mist. So, das ist zum Glück nur ein normaler Antoto. Von daher kann der mir da wenig anhaben. Wow! Nein! Der mit seinem Blaster. Mist. Ja gut, da muss ich jetzt halt vorsichtiger sein. So einfach ist das. Kein Grund zur Panik schieben. So, komm her. Wir sind nämlich schon so gut wie am Ende, wie ihr seht. Glocke und nächstes Level. Und wie gesagt, Space Zone von daher sehr, sehr cool, weil es eben tatsächlich... Das ist doch nicht wahr, ich bin so schlecht, was diese Kralle angeht. Aber auch im echten Leben. Ich habe mit diesen Krallen noch nie was gewonnen vom Yama dazu. Daher. Aber ja, wie gesagt, das ist schon... Das war schon... Okay, ich bin der Meinung, der hätte mich nicht berührt, aber ich habe das Gefühl, dass meine Meinung erschreckend irrelevant ist. Von daher... Ja, das war schon eine wirklich, wirklich coole und einzigartige Welt. So. Das ist jetzt einfach nicht passiert. Wir haben alle gesehen, es ist nicht passiert. Gut, dann kommen wir jetzt in aller Ruhe weitermachen zu tun, als hätten wir das Level das erste Mal betreten. Und ja, diese Welt hingegen, die finde ich fast... Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich tue mich mit dem Begriff Makro sowieso so schwer. So diese Kampfkäfer mag ich. Die machen so gut wie, also Kampfkäfer, das waren diese Käfer mit dem Horn, die man gesehen hat, die machen so gut wie gar nichts und lassen einen trotzdem passieren. Das ist immer sehr schön. So. Alles klar. Bei denen passe ich immer auf, weil... Ah, du bist so fies. Lass mich doch einfach. Was habe ich dir eigentlich getan, Feuerpiranha? Ja gut, es macht ein Kampfkäfer mal was, aber... Das ist jetzt in der Regel nicht so, wo man Angst haben müsste. Ja, ich meine, diese Welt ist so eine Mischung aus vielem, aber wie gesagt, ich kann das Konzept Makrowelt nicht hundertprozentig nachvollziehen, was man damit als Welt meint. Aber es ist auf jeden Fall als Welt, die Abwechslung bietet, ist das hier sehr, sehr interessant. Von daher schauen wir einfach mal, was uns da noch erwartet. Wow, den lasse ich mal kurz vorbei. Diese Welt hat, by the way, 5 Level, für diejenigen, die es interessiert. Sonst hatte ich noch ein kleines Problem, weil die Feuerpiranha mich da oben auch noch im Kicker hatte. Alles klar, aber jetzt Stern her! Und erstmal diese Piranha, dann Cheep Cheep Nummer 1, Cheep Cheep Nummer 2. Wobei, nee, Quatsch, das sind keine Cheep Cheep, das sind Blurps, genau. Die sind hier zwar nicht grün dargestellt, aber man kann es trotzdem an ihrem Aussehen erkennen, ein bisschen. Ah, Mist. Das kann ich... Der Nachteil bei Hasi Mario ist, wie ihr merkt, er kann die Stampfattacke nicht. Und in diesem Fall wäre das tatsächlich nötig gewesen. Das, was ein bisschen lächerlich ist, ist, dass ich, wenn ich mich treffen lasse, er sie jetzt Super Mario kann. Das verstehe ich dann wiederum nicht. Ich meine, klar, die Idee dahinter ist, dass er leichter ist als Hasi Mario. Das verstehe ich schon, aber... Wieso ich es kann, wenn ich mich treffen lasse? Das erschließt sich mir nicht ganz so. Diese Bees jagen wir mal wieder davon. Wenn ihr euch erinnert, die hatten wir ja schon mal getroffen in der Tree Zone. Ah, Mist. So, genau. Und dann Glocke. Sehr, sehr schnelles Level. Ohne größere Probleme und Anstrengungen. Hinter uns gebracht und komm. Gebt mir einfach irgendwas. Leben. Damit kann ich doch wundervoll leben.
Okay, no pun intended, by the way. Das, das hat sich einfach so ergeben. Okay, egal. So, jetzt sind wir hier auf, ja, was ist denn das eigentlich? Wie gesagt, deswegen tue ich mich mit Makrowelt ein bisschen schwer. Weil als ich noch klein war und das nicht gewinnt, dachte ich so, ach so, ja, die meinen wahrscheinlich Mikrowelt irgendwie. Und Mario ist hier ganz klein und die Gegner sind ganz, und die Gegner sind auch ganz klein, aber die Welt ist irgendwie ganz groß. Aber wie gesagt, Makro bezieht sich auf unsere Welt und die ist ziemlich groß. Also, von daher, ich weiß nicht genau, was gemeint ist. So, wir möchten hier nach... Moment. Ich kümmere mich erstmal um diesen Goomba. So, und jetzt... hier hoch, genau, weil hier nämlich Cash ist und... Ich hab fast schon wieder 300. Es geht einfach sauschnell in diesem Spiel. Hätte man hier die 1 Million Münzen statt in... Oh, scheiße. Statt in Super Mario Bros. 2 gesammelt, wäre das, glaube ich, deutlich adäquater gewesen. Man hätte auch tatsächlich... Weil, man hätte auch tatsächlich interessante Sachen hiermit machen können, weil man hier doch sehr auf Geld fixiert ist. So. Wir sehen, wir kommen da durch. Also, wir würden da gerne durch. Haben aber keine Feuerblume. Dafür, wow, gibt's das hier? Jetzt musste ich mich gerade mega schnell verstecken, weil ich wusste, ich komme von diesem Koopa-Panzer nicht mehr weg, wenn ich jetzt nicht sofort durch diese Röhre gehe, von daher. Aber egal. So, weg damit. Den, wow, richtig billig treffen lassen. Ich meine, klar, diese Honebons kann man nicht erledigen. Aber trotzdem wäre vielleicht etwas mehr Gegenwehr vielleicht möglich gewesen. So, und ihr seht, keine Punkte. Das heißt, so bekommt man keine Ups. Und nur nochmal zeigen, hallo, ich möchte da hoch. Aber jetzt habe ich mich völlig unnötigerweise wieder treffen lassen. Darf doch nicht wahr sein. Okay, B, hau ab. B, hau ab. Ich weiß bis heute nicht, wozu diese Gegner eigentlich einen Nutzen haben, außer halt lustige Gegner zu sein, die sich vor alles und jedem fürchten, aber ich mein, whatever. So, genau. Ah, okay. So, wie komme ich da jetzt am besten hin? Soweit ich weiß, gibt es hier genau einen versteckten Block, mit dem ich mich nach dort hinten begeben kann. Okay, dann muss es hier noch einen geben. Wenn das nicht reicht. Da, genau. Weil nämlich dieses tatsächlich nützlich würde. Ich meine, ich habe das Secret Exit ja schon gefunden. Es gibt hier genau eins, wie in den beiden Stages davor. Aber gehen wir damit doch einfach mal... Achso, hier auch sogar noch. Gehen wir damit doch einfach mal zurück ein bisschen. Ja, Backtracking mache ich tatsächlich auch mal. Kommt nicht häufig vor, aber in diesem Fall schon, denn... Was sehen wir denn hier? Da konnte ich vorher nicht hin, weil, naja, ich war nicht Hasi Mario. Hier kriegen wir ein One-Up. Also auch Backtracking kann sich durchaus lohnen. Kommt eben auf den Fall an, hey, Bees. Und wow, ich will jetzt nicht aussehen, wenn ich reinfliegen und gegen den größten Schisser-Gegner des Spiels Schaden nehmen. Von daher lassen wir das mal. So, jetzt bin ich hier ein bisschen wie in der Gegend, die ein bisschen an Ralf Reichts erinnert. So von den Texturen, die verwendet werden. Oder natürlich als erstes Super Mario Brothers. Weil das sieht im Prinzip genauso aus. Auch von den Farben, die für die sich die Game Boy Color Version hier entschieden hat, wie die Blöcke, die dort benutzt werden. Nur, dass man hier eben die Blöcke nicht zertrümmern kann. So, genau. Sehr schön, auch dieses Level wäre damit abgeschlossen. Und damit fehlt nur noch ein einziges, nämlich... Ah, erwischt! Nice! Aber ja, damit fehlt nur noch ein einziges in dieser Welt, nämlich der Endboss. Und an dieses Level erinnere ich mich. Genau, das Stapeln, das ist tatsächlich cool. Weil da stapeln sich hier so Bücher übereinander. Und diese Bücher sind jetzt im Prinzip die Plattform. Finde ich eine richtig lustige Idee. Und hier werden hier noch ein paar andere lustige Elemente finden. Zum Beispiel diese Hexen, welche ein Leben bewachen. Und wenn wir denen folgen, dann
bekommen wir dieses Leben. Aber wir müssen es uns tatsächlich hart erarbeiten. Wie gesagt, sehr, sehr lustige Idee. So, wow. Genau, habt ihr das gesehen? Das bewegt sich in die Richtung. Und aber wenn man der Richtung zu sehr folgt, dann geht es mitten in sehr, sehr spitze Stacheln. Also, man lässt hier durchaus einige Fiesheiten nicht aus. So, ich wechsle einfach mal, weil ich glaube, dass es tatsächlich hier ganz nützlich sein würde, auch wenn die Feuerblume auch immer ihre Vorzüge hat. Hier deutlich mehr im Kontrast als in Super Mario World, was ja noch vor diesem Spiel rauskam. Ich habe schon gesagt, super, dass Mario hier ein Spalt von dem Super Mario World Mario ist. Und natürlich, wie gesagt, dieses Spiel, Mist, kam raus vor Klassiker wie, er kam schon nach Klassiker wie Super Mario World raus, Super Mario Bros. 3, es musste nicht alles neu erfinden, aber wenn man vergleicht, was dieses Spiel auf dem Handheld geleistet hat, im Vergleich zu anderen auf dem Handheld, dann ist das schon enorm. So, lass mich gerade wieder 1A von allem treffen, was mir in den Weg läuft, das ist echt... Okay, ich hab schon gesehen. Irgendwie bin ich da hingerutscht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ist nicht so schlimm, weil ich ja tatsächlich fast hier war. Genau so soll ich eigentlich landen. Ah, 100 Gegner besiegt. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, aber... Okay, gut. Sehr schön, dann wollen wir mal... Komm schon. Ah, nein, den wollte ich noch mitnehmen. Nein. Okay, egal. Edboss Time! Wow, was ist es diesmal? Vielleicht diese komische Seepferd. Eine Ratte. Die Ratte hat dich gerade getroffen. Das habe ich gesehen! Ah! Das ist Riesenmaus. Und Riesenmaus gehört für mich zu den fiesesten Endbossen hier. Zumindest wenn man keine Feuerblume hat. Merkt euch jetzt, mit Feuerblume ist hier generell alles einfacher. Es soll jetzt auch keine allzu große Überraschung. Ach komm schon, wie billig habe ich mich da denn wieder treffen lassen? Wie schlecht! Warum bin ich so schlecht? Und dafür schaffe ich solche Sprünge, die sind jetzt deutlich schwieriger, als sich da einfach nicht treffen zu lassen. Ich weiß nicht, wie ich mit einem Leben gegen Riesenmasse kämpfen soll, weil der kommt hier irgendwo und ich muss da perfekt auf ihn draufspringen. Und zwar bevor er hier nach oben geht, das ist nicht so einfach. Gut, immer ein Eintreffer und ich kann... Ja. Ja. Nichts Neues. Aber genau, ich kann mich nicht vorher schon in eine Richtung positionieren. So, wenn ich jetzt noch einmal diesen Pilz so... Was ist eigentlich mit mir los? Reiß dich zusammen, Junge! Echt? Kriegt man dein Leben klar? Okay. Gut, kurzer Ausraster des Tages. Ja, das klassifiziert sich bei mir mittlerweile als Ausraster. Ihr habt richtig gehört. Wenn man das in meinem alten LP schaut, mag man es vielleicht nicht glauben. Ich meine, es ist jetzt längst nicht so schlimm wie Super Mario Land 3, aber trotzdem, ich meine, es hat sich einiges in 4 Jahren geändert. Da. Kann man schon annehmen, dass sich in 4 Jahren schon ein bisschen was verändert, nicht wahr? So. Also, Riesenmaus, komm mal her. Ein Treffer. So, und jetzt wird der hier irgendwo dazwischen kommen. Ich kann die Bewegungen von diesem Viech so schwierig voraussagen. So, zweiter Treffer. Ich weiß auf jeden Fall, dass er hier wieder rauskommt. Okay, gut. Wow, erledigt. Italiener erledigt Maus. Ist das irgendwie eine Bild-Zeitungsüberschrift oder was? Ich meine, Boys, es sind scheiße nervig. Ja, die fressen mir meinen Käse weg. Den Käse brauche ich für Pasta, für Pizza, für Lasagne. Weißt du, die Mäuse müssen alle sterben. Oh, Mario, die Begründung leuchtet mir durchaus ein. Du, keine Sorge. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Super Mario Land 2, meine lieben Freunde. Die dritte Welt, die Makrozone, wäre geschafft. Und im nächsten Part werden wir uns dann die vierte Welt vornehmen. Pumpkin Zone, welche gleich 2 geheime Ausgänge hat. Dafür erläuft wie in der Makrozone nur 4 normale Level. Trotzdem, 6 Level insgesamt durch diese 2 Geheimausgänge. Die werden wir suchen müssen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.